Hallo bei den Neckar-Botschers. Heute gibt es wieder einen Battle Report, einen War Machine Battle Report. Heute spiele ich gegen meinen Bruder, den René. Hallo. Und jetzt gucken wir unsere Armeelisten an und dann springen wir auch gleich ins Spiel. Also viel Spaß. Das ist meine 75 Punkte Protectorate of Menoth Army. Ich spiele Malekus, The Burning Truth. Er hat dabei einen Hierophant. Eye of Truth, ein Reckoner, Hand of Judgment, dann habe ich dabei ein Rack, ein Vassal Mechaniker, ein Vassal of Manoth, den Covenant of Manoth, einen kleinen Chor, die Thorn Gun Mages, zwei Sunburst Crews und eine volle Einheit Zeloten mit dem UA. Meine 75 Mercenaries-Liste besteht aus General Osrum, der hat den Reinhold dabei. Zusätzlich hat er in seiner Battle Group den Gorzen Earthbreaker hier oben, den Gorzen Driller, zwei Grunback Gunner, ein Blaster, dann habe ich noch eine 10er Hoggenhold Forge Guard. Ayana Master Hold, die epische Iris und Anastasia die Bray. Wir spielen das Szenario 6 aus SteamWorld 2016, Incursion. Da haben wir drei Fahnen auf der Mittellinie. Man kann die kontrollieren für einen CP und dominaten auch für einen CP. Der erste Spieler, der 5 CPs gewinnt, der gewinnt das Spiel. Thank you.
irgendeins vorbei. Bei mir haben sich eigentlich alle Truppen vorbewegt. Malekus hat Ignite auf den Eye of Truth gesprochen, hat Banishing Wall of sich selber gesprochen. Bei René ist soweit auch alles vorgelaufen. Iris ist vor, hat auf den Eye of Truth geschossen, hat ihn disrupted, hat Ignite wieder runtergeschossen und hat sich dann wieder zurück repositioned in die Trench. Ja, Osrum hat noch Snipe auf den Earthbreaker gesprochen. Ayana und Ulten sind invisible. Tja, die haben Stealth gemacht. So, dann geht's auf zu Runde 2. We'll be right back.
Spielzug 2 vorbei. Bei mir, was war bei mir? Hier, Eye of Truth und Hand of Judgment sind ein bisschen vor. Der Reckoner genauso. Der linke Sunburst hat versucht, Iris zu erledigen, hat es nicht geschafft. Die rechte Sunburst hat ein paar Zwerge, ein Zwerg zerstört und drei angezündet. Die Gunmage sind ein bisschen vor. Malekus ist ein bisschen vor. Der Covenant hat das Knockdown verhindert. Und ja, vorher hatte Vassal den Eye of Truth end-disrupted. Das war's, glaub ich, soweit. In meinem Spielzug, wie ihr schon gesehen habt, hab ich begonnen mit General Osrum. Ich habe den Fokus verteilt, und zwar habe ich den Upkeep des Snipe vom Earthbreaker bezahlt und habe noch zwei Fokus auf den Earthbreaker gelegt. Ich habe als erstes Osrum aktiviert, habe damit Energizer gesprochen, dass ich meine Vortex etwas weiter nach vorne bewegen konnte und dann Osrum nach vorne bewegt habe. Dann habe ich den Feed gezündet, dass ich den Speed noch zusätzlich habe. Es haben sich die zwei Bunnies nach vorne bewegt, haben auf den feindlichen Warcaster geschossen. Der eine hat auch ihm 4 Schaden zugefügt, der andere hat ihn leider nicht getroffen. Das Bunny hier links, das ist der Blaster, hat von den Zeloten die 3 weggebrannt, dass dann eben meine Hammerzwerge nachher mehrere von den Zeloten ausschalten konnte. Ayana hat dem Earthbreaker magische Waffen gegeben, dass dieser auf die 2 Warchecks schießen konnte. Die sind jetzt auch beide Knockdown. Und dem Eye of Truth, oder wie das Ding heißt, der hat auch noch ein paar bisschen Schaden bekommen, nicht arg viel. Und zudem hat er noch versucht, auf den ein Torpedo auf den feindlichen Warcaster zu schießen. Der hat verfehlt und hat aber damit den Chor soweit, bis auf 2 Chorjunge und den Mechaniker zerstört. Ja, genau, 2 Chorjunge und den Mechaniker zerstört. Iris ist stehen geblieben, hat auf den Warcheck hier vorne geschossen, hat leider keinen Schaden gemacht, Fokus runtergenommen. Ja, und das war's soweit. Dann Runde 3. Runde 3, Spiel vorbei, ich habe Osrum erschossen,
Ich habe angefangen, habe den Eye of Truth und den Hand of Judgment geshaked, dass sie nicht mehr Knockdown sind. Dann ist der Vassal, nee, ich hab dem Hand of Judgment einen Fokus gegeben. Der Vassal ist rübergegangen, hat den Reckoner empowered, dass er nicht mehr disrupted ist und hat ihm Fokus gegeben. Dann kam der Hierophant, hat Malekus Harmonious Exaltation gegeben. Als nächstes kam der Chor, der hat dem Reckoner und Eye of Truth die Battle-Hymne gegeben. Dann kam als nächstes der Hand of Judgment, der hat den Earthbreaker gecharged, hat da, glaube ich, zwei Schaden gemacht, aber das war nicht Sinn der Sache. Sinn der Sache war, dass der Hand of Judgment innerhalb von 5 Zoll um den Ost rumsteht, um das, weiß ich, Fool of the Flames nennt sich das, glaube ich, anzubringen. Als nächstes ist dann der Eye of Truth nach vorne gegangen, hat dann auf den Triller geschossen, hat dem, glaube ich, einen Schaden gemacht oder so, nichts Großartiges. So, dann ging es los, Malekus kam, ist ein bisschen vorgegangen, hat gefeedet, hat dann ein Scorch über den Eye of Truth auf den Triller gesprochen, hat den Triller natürlich mit Defense 9 getroffen, ist dann Knockdown gegangen und der Osrum, der dahinter stand, genauso. Hat dann einen Open Fire gemacht und hat den Eye of Truth dann schießen lassen, direkt auf den Osrum. Hat dann da schon 2 Schaden gemacht, weil er den letzten Fokus verwendet hat, um 5 Schaden abzuwenden. Als nächstes hat er dann einen Emulation noch gemacht, hat da noch, glaube ich, ein paar Schaden gemacht, soviel ich weiß. War dann auf 0 Fokus. Als nächstes kam dann noch ein Reckoner. Der Reckoner ist vorgegangen und hat dann auf Ostrum geschossen. Durch die Fuel of the Flames gab es plus 2 auf den Schaden. Durch den Chor gab es plus 2 auf den Schaden. Durch das Feed gab es einen zusätzlichen Schadenswürfel, weil Feuerschaden. Und dann noch geboostet sind 4 Schadenswürfel, Power 18 auf den Ostrum. Habe ihn auf 1 Lebenspunkt gelassen. Als nächstes kam dann meine Sunburst Crew. Die ist vorgegangen, hat dann auf den Ostrum geschossen, hat ihn getroffen. Und hat dann auch mit Power, was haben wir gesagt, 17. Power 17 mit 3 Würfeln ist dann zu Ende gebracht und hat den Osrum dann zerstört. Es hätten noch meine Gun Mages hätten noch vorlaufen können mit Feuerschaden auf den Osrum schießen. Vielleicht, er hat 2 vielleicht, der andere vielleicht rangekommen. Ja, so war's. Spiel vorbei, ich habe gewonnen. Fazit, René, was sagst du? Ja, ich bin noch etwas unerfahren beim Spielen. Ich dachte eigentlich, dass ich durch das kleine Keil Earthbreaker Driller eine gute Mauer für Osrum geschaffen habe, nachdem ich ja im Feed bin und plus 3 Arme bekomme. Steffen hat mir gezeigt, dass es nicht so ist und dass Menoth das gut drauf hat, alles in Knockdown zu schicken und einfach alles wegzubrennen. Ja. Das nächste Mal weiß ich, Osrum nicht hinter den Driller stellen. Ja, so nah an den Driller. Oder so nah an den Driller, genau. Also, Fazit von dir? Tja, also, das war blöd von dir, dich so hinzustellen hinter den Driller, weil der Driller halt so eine verdammt niedrige Defense hat. Und ja, so ist es dann halt passiert. Und ja, ja, das war's dann. Hat Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Das war's dann von heute, für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, dürft ihr gern Gefällt mir drücken, unseren Channel abonnieren, wenn ihr noch mehr sehen wollt. Dann wünschen wir euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag, wenn ihr auch immer das Video anguckt. Tschüss!